Trotz klarer Überlegenheit, Elfmeter und Überzahl kam der HSV im Abstiegsduell gegen Mainz nicht über ein 0:0 hinaus. Auch Wolfsburg, 1:2 gegen Leverkusen, kommt im Keller nicht vom Fleck. Schalke fuhr einen glanzlosen 1:0 Sieg gegen Hertha ein und überholt den BVB, der am Abend in Leipzig 1:1 spielte. Auch Frankfurt mischt weiter in der Spitzengruppe mit Punkt. Mit Chiplock im Angriff wollte HSV-Trainer Bernd Hollerbach im Abstiegsduell gegen Mainz ein Lebenszeichen senden. Die Hamburger lieferten eine gute erste Hälfte ab, in der sowohl Chiplock als auch Kostic an Bundesliga-Debütant Müller im FSV-Tor scheiterten. Ein Tor von Kostic fand wegen einer Abseitsstellung nach Zuhilfenahme des Videobeweises zu Recht keine Anerkennung. 25. Punkt. Nach dem Wechsel traf Van Drongelen ein zweites Mal die Latte. 49. Ehe Kostic per Elfmeter an Müller scheiterte. 62. Punkt. Nach Gelbrot gegen Verursacher Balogun agierte der HSV nun lange in Überzahl, rannte jedoch ideenlos an, und bleibt nach dem 12. sieglosen Auftritt in Serie 7 Punkte hinter dem Tabellen-16. Mainz. Punkt. Auch dem VfL Wolfsburg gelang im Tabellenkeller kein Befreiungsschlag. Punkt. Beim Heimdebüt von Trainer Bruno Labbadia unterlagen die Niedersachsen Leverkusen mit 1:2. Ein Foul-Elfmeter von Alario, Arnold an Havertz, machte im Duell der Werksclubs lange Zeit den Unterschied. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent, der eingewechselte Brand erhöhte mit einem sehenswerten Lupfer. 78. Den der Ex-Leverkusener Mehmedi prompt konterte. 79. In der Nachspielzeit sah Wolfsburgs William gelb-rot. Kurz vor Schluss wurde Kießling eingewechselt, sein 400-Punkt-Bundesligaspiel. Schalke hat die Königsklasse weiter fest im Blick. Gegen Hertha BSC hatte Königsblau zunächst das Glück auf seiner Seite, als Stark aus kurzer Distanz das Tor nicht traf. Acht Minuten vor der Pause bestrafte Piazza, der für den gelb gesperrten Burgstaller auflief, dann aber eine Unachtsamkeit der Hertha-Defensive. 37. Punkt. Schalke traf damit im 22-Punkt-Pflichtspiel in Folge. Punkt. Am Ende stand ein glanzloser 1:0-Erfolg, der den Schalker zum Sprung auf Platz 2 reicht. Einen solchen fuhr auch Frankfurt ein. Punkt. Ein Kopfballtor von Da Costa, erster Bundesligatreffer, allerdings nach einer Ecke, die es nicht hätte geben dürfen, bescherte der Eintracht den Heimsieg gegen Hannover 96. Es war, inklusive Punkt DFB-Pokal, der vierte Heimerfolg in Serie für dies. Punkt. Aufregung gab es nach gut einer Stunde, als Schiedsrichter Fritz nach einem vermeintlichen Foul von Da Costa an Albornoz zunächst auf Elfmeter für Hannover entschied, nach Videobeweis dann jedoch dem 96-Akteur gelb wegen einer Schwalbe zeigte. Hoffenheim konnte sich in Augsburg einmal mehr auf den formstarken Kramaric verlassen, der Hits per Kopf überwand. 30.
und damit im 5. Bundesligaspiel in Folge traf, 6 Tore. Kurz nach dem Wechsel legte der Kroate dann den 2. TSG-Treffer durch Niabri auf, 50. Leipzig und Dortmund lieferten sich am Samstagabend in der ersten Hälfte ein flottes Topspiel, in der beide mit offenem Visier den Weg nach vorne suchten. Werner, 9. und Batshuayi, 10. gaben erste Warnschüsse ab. Dortmund konterte mehrfach in Überzahl, lief dabei jedoch gleich dreimal ins Abseits. Zwei Treffer der Gäste, 16-25, wurden zu Recht nicht anerkannt. Ein BVB-Einwurf mündete in Leipzigs Führung durch Augustin, 29. Die Reus nach feinem Zuspiel von Dahoud noch vor der Pause ausglich, 38. Nach dem Wechsel ging es gemächlicher zu, an das wilde Tempo der ersten Hälfte kam die Partie nicht mehr heran. Den Offensivbemühungen beider Teams fehlte die letzte Konsequenz. Erfreulich für den BVB, der unter Peter Stöger in der Bundesliga ungeschlagen bleibt, 5-5-0, Philipp feierte nach dreimonatiger Verletzungspause als Joker sein Comeback. Die Hoffnung auf das Wunder lebt, Köln schloss durch den Coup in Leipzig schon zum HSV auf, mit einem Sieg gegen Stuttgart soll der Rückstand auf das rettende Ufer, derzeit 7 Punkte, am Sonntag, 15. Uhr, weiter verkürzt werden. Das wird jedoch kein leichtes Unterfangen gegen den VfB, der sich unter dem zum Diensthähnritt noch skeptisch beäugten Trainer Korkut stabilisiert hat, und das sogar auswärts. Es ist cool, das zu sehen, befand auch Ex-Coach Wolf im exklusiven Kicker-Interview. Dreimal in Folge gewannen die Schwaben 1:0. Mit einem vierten 1:0 Erfolg in Serie wäre ein Bundesliga-Rekord des 1. FC Kaiserslautern, November 1998, eingestellt. Wann feiert der FC Bayern München die Meisterschaft? Das ist die einzige Frage, die sich an der Tabellenspitze bei 19 Punkten Vorsprung noch stellt. Nach dem bitteren Ausfall von Coman, zweitbester Kickernotenschnitt der Bundesliga, ist Ribéry verstärkt gefordert. Beim Gastspiel in Freiburg, 17.30 Uhr, dürften die Ballbesitzverhältnisse schon im Vorfeld geklärt sein. Bayern ist mit durchschnittlich 66% pro Spiel Ligaspitze, der Sportclub mit 43% Schlusslicht. Am Freitagabend zeigte Werder Bremen in Gladbach zwei grundverschiedene Halbzeiten. Die Hanseaten, bei denen Friedl erstmals in der Startelf stand, waren im Durchgang 1 gleich zweimal unaufmerksam und wurden prompt bestraft, Zakaria, 5. Und Moisander, 33. sorgten für eine 2:0 Pausenführung der Fohlen. Doch Kofeld wechselte in der Halbzeit, Johansson für Bauer, und hauchte seinem Team neues Leben ein, Delanys Anschlusstreffer nach Eckball, 59. Brachte wieder Spannung in die Partie, in der der SVW zusehends Druck aufbaute. Gladbach wackelte, doch Sommer rettete Bären stark gegen Johansson, 62.
Zeitpunkt etwas später durfte der US-Amerikaner dann aber doch jubeln, als er eine unfreiwillige Gondorf-Vorlage zum 2:2 nutzte, 78. Punkt bei dem Remis blieb es dann auch. Punkt Gladbach kassierte einen Rückschlag im Rennen um die europäischen Plätze, während Werder mit Blick auf den Keller mit dem Auswärtspunkt wohl gut leben kann.